Ja, guten Morgen Deutschland. Ein letztes Mal heute Morgen hier von der schönen Insel. Heute mal etwas früher. Heute ist Rückreisetag, liebe Leute. Einmal nochmal den schönen Ausblick genießen. Das muss einfach nochmal sein. Nochmal einmal diese Luft einatmen. Bevor es wieder in die Heimat geht. Jeder schöne Urlaub hat irgendwann mal ein Ende. Und man geht mit einem weinenden Auge. Nein, ich werde heute Morgen nicht weinen. Alles gut, Leute. Ach, ist einfach schön. Man muss das einfach morgens noch mal einmal genießen, bevor es dann losgeht. Ja, liebe Leute, die große Meldung kommt heute Morgen aus den USA. Dort läuft ein Riesengerücht durch. Möglicherweise wird Hillary Clinton, ja, ihr habt richtig gehört, Hillary Clinton möglicherweise von den Demokraten vorgeschlagen für Joe Biden, ja, anzutreten gegen Donald Trump. Ja. Aber das Problem ist, der alte Joe, der hat keinen Bock. Ja. Ich finde das so geil. Ja. Gestern, große Diskussion, alle deutschen Medien. Oh, Joe Biden, sie sind ja mittlerweile darauf gekommen, ja, dass er nicht mehr der Fitteste unter der Sonne ist. Ne. Ist schon spannend, ja, auf einmal. Ja. Ist klar, weil sie jetzt richtig Schiss vom Trump haben. Ja. Aber dann legen sie los und schießen auf einmal in den deutschen Medien gegen den armen alten Joe. Ja, ist unglaublich, den sie jahrelang unterstützt haben. Ja, unfassbar. Ja. Und was macht der Joe? Der Joe macht ihnen eine lange Nase und sagt, ja, scheiße Leute, ich mach weiter. Ja, warum soll ich denn aufhören, wenn es am schönsten ist? Ist doch klar, ich mach den Wahlkampf gegen Trump und ich gewinne das Ding, ist doch logisch. Ja, weil ich ja total fit bin, ist doch klar. Logisch, logisch. So. Und was passiert jetzt? Jetzt kommt ein Gerücht. Das Gerücht. Der Hut von Hillary Clinton, der soll nochmal reingeworfen werden. Also ich will jetzt nicht spekulieren. Ich hätte mich ja auf Michelle, ne? Also Michaela oder wie es auch immer heißt, ja? Was das auch immer sein soll. Ja? Ich hätte ja gedacht, das wird die Frau Obama. Ja? Aber nein, also Hillary Clinton hätte auch was. Ja. Das erinnert mich so an diesen alten amerikanischen Wahlkampf mit Trump seiner ersten Runde, als es noch am Abend in der ARD und im ZDF hieß, oh, also Hillary Clinton wird das Ding hier locker mit 65-70% gegen Trump gewinnen. Ja. Und wir wachten am nächsten Morgen auf. Und was sahen wir? Den großen Katzenjammer der deutschen Medien. Ich wünsche mir das eigentlich nochmal. Ich finde das schön. Ich finde das toll, nochmal unsere wunderbaren deutschen Medien, diese Qualitätspresse, diesen Qualitätsjournalismus so richtig jammern zu sehen. Wunderbar. Vor allem, wenn man bedenkt, dass dieser Qualitätsjournalismus sich ja auch noch selber feiert, ne, für seine Märchenstunden. Ne. Heute Morgen, supergeil. Leute, Korrektiv. Ja. Das ist dieses Recherchezentrum, was eine Story erfunden hat, die ja gar nicht stimmte, ne, wo seit Monaten von Deportationen gesprochen wird, wo Menschen mit auf die Straße gelockt wurden aus der links-rot-grünen Wolkenblase, damit sie nie wieder brüllen. Aber wir wissen ja mittlerweile alle, dass diese Sachen ja eine Meinung waren, im Konjunktiv waren und definitiv nicht der Wahrheit entsprachen bei dem, was auf einem ominösen Geheimtreffen damals in Potsdam alles so erzählt wurde, liebe Leute. Und was hat man jetzt gemacht? Das ist ja logisch. Man hat diese Märchenstunde, diese Meinung, dieses Konjunktiv, diese wunderbare Story mit einem Preis bepriesen. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, Leute. Ja? Also man muss sich das wirklich vorstellen. Die deutsche Presselandschaft, die deutschen Journalisten gehen her und zeichnen Korrektiv für eine Lüge aus. Für eine Lüge, für eine Wahlmanipulation, für einen Wahlbetrug, der hier stattgefunden hat, im riesengroßen Stil. Also das ist schon ein Brett. Und deswegen würde ich mich wirklich, und ich glaube, es geht vielen von euch da draußen auch so, über den Katzenjammer am Morgen nach der Trump-Wahl, da würde ich mich wirklich drüber freuen, weil das hätten sie verdient, liebe Leute. Auch, was sie verdient haben, ist, dass mehr Menschen bemerken, was das hier eigentlich für eine Demokratie ist, in der wir hier leben. Ja.
immer noch, dass es ihre Demokratie ist und keine Demokratie ist. Liebe Leute, hier oben in Mecklenburg-Vorpommern richtet man sich heute Morgen darüber auf, dass die AfD, die hier oben in Mecklenburg-Vorpommern doch sehr oft als stärkste Partei von der Wahl vom Platz ging, dass diese jetzt in den kommunalen Parlamenten, in Stadträten auf einmal Stellvertreterposten bekommt. Dass hier durchgesetzt wird, dass AfD-Kandidaten, die gewählt wurden, legitim gewählt wurden von euch hier in Mecklenburg-Vorpommern, dass die Posten und Funktionen bekommen und diese Posten und Funktionen nicht mehr von der CDU, SPD, Linken, Grünen, FDP besetzt werden. Was völlig legitim ist, weil die AfD schließlich hier oben in vielerorts die Wahlen gewonnen hat. Und der Wählerwille muss eigentlich umgesetzt werden, aber das tut man ja in Deutschland nicht. Aber hier oben in Mecklenburg-Vorpommern, da hat man es getan. In einigen Landkreisen wurden AfD-Vertreter in Funktionen und Posten gewählt. Und das geht natürlich nur mit Mehrheiten. Und zu diesen Mehrheiten muss dann wohl auch der eine oder andere der Altparteien beigetragen haben. Und darüber regt sich wer auf? Genau, die Superdemokraten der SPD, der Linken, der Grünen. Liebe Leute, es ist wirklich unfassbar, wie verlogen und wie verheuchelt diese sogenannten Demokraten der SPD, der Grünen und der Linken sind, die immer wieder nie wieder brüllen, aber nie wieder ausführen. Das muss man einfach mal so klar sagen. Wer grenzt aus? Wer diskriminiert? Wer untergräbt den Wählerwillen der Bürger? Wer untergräbt die Legitimation von demokratischen Wahlen, indem er hergeht und sagt, dass die normalen demokratischen Gepflogenheiten, die Jahrzehnte in diesem Land stattgefunden haben, auf einmal nicht mehr stattfinden dürfen, weil ja eine legitim wählbare Partei demokratisch gewählt wurde. Aber, da sie ja die Posten und Funktionen verlieren, dürfe das nicht sein, dass dann Oppositionelle an diese Posten und Funktionen bekommen. Und deswegen brandmarkt man sie ja als Nazis, Faschisten und Rechte. Aber, liebe Leute, wir haben doch ein Grundgesetz, oder? Ist das nicht so? Wir haben doch ein deutsches Grundgesetz. Und von wem wurde das Grundgesetz nochmal gemacht? Ach, von den Alliierten damals, genau, mit den Deutschen, ne? Genau. Die haben das zusammengeschrieben. Ne? Wofür wurde das Grundgesetz nochmal gemacht, ihr super Spezialdemokraten der SPD, der Grünen und der Linken? Ach, stimmt. Das wurde dafür gemacht, dass nicht nochmal ein Österreicher nach Deutschland kommt und, Entschuldigung, ich rede jetzt nicht von Martin Sellner, ja, ich rede von dem anderen Österreicher hier, und hier dann richtig Spückes macht und wieder so ein Blödsinn veranstaltet, wie es schon einmal in der deutschen Geschichte passiert ist. So, es wurde also gemacht, damit nie wieder passiert. Und es ist schon interessant, dass ausgerechnet diese Parteien, die das nun mal am lautesten brüllen, sich aber genau so verhalten. Und dann stellt sich die Frage, vor wem soll uns das Grundgesetz nochmal beschützen? Wer verteidigt hier das deutsche Grundgesetz? Oder besser gesagt, wer untergräbt es gerade und wer hüllt es aus für seine Zwecke, um sich diesen Staat zur Beute zu machen? Kann man ja mal drüber nachdenken an diesem meinem letzten Urlaubstag. Ich wünsche euch ganz liebe Grüße hier oben von der Insel Rügen zum letzten Mal. Morgen sehen wir uns wieder in der Heimat. Und kleine Info, ich kann euch noch nicht sagen, ob ich heute Abend live gehe. Das hängt von der Lage des Verkehrs ab. In dem Sinne könnte es sein, dass ich kurzfristig live komme. Ich kann es aber noch nicht sagen. Sonst sehen wir uns morgen früh mit dem neuen Video aus heimischen Gefilden. Macht's gut, ihr Lieben. Einen wunderschönen Sonntag noch hier von der Insel Rügen.